Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Uncharted 4 und es geht direkt los mit der Prügelei mit Nadine. Oh Mann, sie ist einfach zu gut. Ich hab genug von dieser Insel. Genug von ihrem Bruder. Und ich hab genug von ihnen. Oh nein, das wird nichts. Oh, verflixt. Oh nein, und die kämpfen da drin. Ich muss ihm helfen. Oh, krass. Halt durch, Sam. Ich komme. Moment. So. Okay. Los, los, höher, 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 höher. Und da. Och Manno, das war jetzt aber gemein. Nein, 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 dass er überhaupt noch Zeit hat, sich darüber Sorgen zu machen, dass ich da drüben abgestürzt bin. Wieso kann ich eigentlich da nicht in das Fenster rein? So weit weg ist das ja nun auch wieder nicht. Aber egal. So. Also. Ich glaube, man soll sowieso so machen. Ich habe das falsch angepackt am Anfang. So. Bam! Schnell dahin. Sie sind schnell, aber nicht so schnell. Hey, vergiss sie. Komm, wir müssen ihr weg, bevor sie... Scheiße. Wow, 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 wow. Jeder von uns beruhigt sich wieder. Na, das ist ja interessant. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe, der Typ meint's ernst. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na, dann nur zu. Schieß doch. Sam. Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Von mir aus? Keinen Schritt weiter! Meinst du? So? Sam, nimm die Waffe runter. Ich hab dich gewarnt. Tu es! Rafe! Schon gut. Feuer einstellen, nicht schießen! Leg sie hin! Schon gut. Okay? Schon gut. Keine Sorge, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er es tut. Samuel, bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt, hm? Hey! Komm schon, Mann. Du hast uns doch in der Hand. Entspann dich. Komm schon, du bist Geschäftsmann. Lass uns einen Deal machen. Oh, ein Deal. Oh ja, bin gespannt, was dir da vorschwebt. Oh, erzähl nur. Ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja. Und gibst uns einen Anteil. Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Nathan. Ja, er hat gesessen, für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar, er schuldet ihm viel Geld. Wow, wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien. Ich hab Samuel rausgeholt. Oh. Was? Oh. Oh nein. Wow. Was hat er dir erzählt? Sam, was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit. Augenblick. Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja. Und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake, ein Experte für Avery, am Leben und guter Dinge ist. Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert.
Er hat die letzten 2 Jahre nach dem 2. Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein. Oh doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Oh, Sam. Oh, Himmel. Nein, nein. Hör zu. Averys Schatz gehörte uns. Gehörte immer uns. Ich hab ein Leben für dich aufgegeben. Hey, hör zu, Nate, wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam, das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern, wo wir es nicht dürften. Rafe? Was? So oder so beende es. Oder ich tu's. Ihr habt die Lady gehört. Wenn dir ein Hinweis entgeht, kannst du dem Schatz lebewohl sagen. Du hast selbst gesagt, du stößt nur auf Sackgassen. Sieh es doch ein, Rafe, du brauchst uns. Ja, du hast recht. Zur Hälfte. Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast... Nathan! Oh. Oh, Manu. Das ist doof alles. Oh, nein. Wieso lügen alle hier? Mein Gott. Das ist echt schlimm mit denen. Oh, mein Gott. Nate. Hä? Woher kommt sie denn jetzt? Hey. Nate! Und wie konnte sie ihn finden? Das ist schon ein bisschen krass. Er hat uns angelogen, Sam. Tja, da ist es. Wer zum Teufel wohnt denn hier? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist die richtige Adresse. Ich habe mich hier in den letzten Tagen etwas umgesehen. Ist keiner zu Hause. Er wusste, dass wir nicht mitkommen würden, wenn es nicht einen triftigen Grund geben würde für die Suche nach dem Schatz. Und da wären wir. Wow. Die Drake-Brüder. Das Haus ist ja riesig. Wo sollen wir anfangen? Finden wir mal einen Weg hinein. Und danach kommt die Führung. Okay. Ist das hier hohes Gras? Zum Verstecken? Nee, sonst würde er, glaube ich, so in die Hocke gehen. Meinst du, hier gibt es eine Alarmanlage? Suchen wir einen Weg nach drinnen, ohne ein Fenster einzuschlagen. Ja, das wäre wohl eleganter. Etwas frisch ist es plötzlich. Ist aber cool, dass jetzt erstmal so ein Rückblick ist. Nein, 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 nein. Wir müssen weiter. Okay. Wir schauen uns halt einfach mal ein bisschen um. Aber das hier ist wirklich riesig. Hier hinten rum, ja? Ja, genau. Würde ich sagen. Das wäre sowieso angebracht. Oh Mann. Sam, du doofer Idiot, ey. Lügt uns einfach an. Hey, Nathan, da. Ein offenes Fenster. Ach ja. Hier, mir nach. Ach, wie süß, ich komme noch nicht hoch. Gib mir deine Hand. Ist zu schwer für mich. Ich bin gerade noch so geflasht, ich kann gar nicht so viel reden, weil ich noch darüber nachdenke, dass Sam uns einfach so an der Nase herumgeführt hat. Ich komme da nicht hoch. Sam. Ich komme hier hoch, aber... Ah, vielleicht, wenn ich jetzt darüber springe. Ja, so krieg ich's hin. So. Ich muss halt immer einen bisschen einfacheren Weg finden. Komm, Nathan. Jetzt bin ich ja mal gespannt, an was für einem Haus wir hier jetzt eigentlich genau sind. Wow. Gruselig. Ja. Ja, hier. Ich hab noch einen. Wow. Und suchen wir nach einem bestimmten Zimmer? Halte einfach Ausschau nach Büchern, Kanzinen, Aufzeichnungen aller Art. Okay? Okay. Ah, da. Vielleicht finden wir da das, was wir suchen. Oh, eine Abenteurerausrüstung. Naja, Abenteurer ist vielleicht übertrieben, aber einfach so eine Ausrüstung, um... Joa, campen zu gehen. Hier ist nochmal eine Kiste. Nee, auch nicht.
Nein. Hier unter dem Dach ist es nicht. Die Küsten sind voller alter Reise- und Campingausrüstung. Halt, hier ist aber ein Zettel. Was steht denn da? Umdrehen kann man den auch noch. Oh, cooles Bild. Was steht denn da? Miss Evelyn, mein Name ist Kenichiro Namba. Ich war letzte Woche in der Adventurer's Lodge bei ihrem Vortrag zu ihrem neuesten Fund, dem Rüstungssatz aus der Tokugawa-Ära, den sie vor der Küste Okinawas in ihren Besitz gebracht haben. Ihre Präsentation war äußerst faszinierend, obwohl mich der herablassende Ton der Fragen aus dem Publikum überraschte. Ich finde, die Anerkennung und der Respekt für geleistete Arbeit sollten nicht von ethnischer Herkunft oder Geschlecht abhängig sein. Ich vermute, dass wir beide dieses Problem haben. Ich schreibe Ihnen heute, weil sich seit kurzem eine französische Turnierrüstung in meinem Besitz befindet. Ich bin mir jedoch nicht hundertprozentig sicher, was die Datierung oder Herkunft angeht. Falls es Ihre Zeit erlaubt, würde ich mich freuen, wenn Sie mir mit Ihrer Fachkenntnis zur Seite stehen könnten. Bitte entschuldigen Sie mein dreistes Anliegen, aber ich werde nur noch für einen Monat in der Stadt sein. Im September werde ich nach Island reisen, um eine Wikinger-Grabstätte zu untersuchen und würde es bedauern, wenn ich vorher nicht mit Ihnen gesprochen hätte. Ich wohne derzeit im The Lennox, falls Sie mich kontaktieren möchten, was ich aufrichtig hoffe. Mit den besten Grüßen, Kenichiro Namba. Also war diese Miss Evelyn eine Archäologin, würde ich sagen. Das ist ja ziemlich cool. Ist das hier eine Tür, die man öffnen kann? Nee. Deswegen... Oh. Ja, das geht. Hä? Wo bist du denn? Ach so, wir müssen tatsächlich runter. Na gut. Wenn du es sagst. Nach unten. Hm? Und wie finden wir sie? Meine Güte. Haben's Notizbücher? Weißt du nicht mehr? Wir hatten immer diese cremefarbenen Einbände. Ach, danach hatten wir gesucht, stimmt. Das ist riesig hier. Wie eine Nadel im Heuhaufen. Da ist noch meine Kiste. Vielleicht finden wir da noch mal was Interessantes. Ah! Bitte. Weißes Leder. Sam, hier ist was. Echt jetzt? Aber hatte er nicht gesagt, cremefarbenes? Nein, das ist nicht von Mom. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Kenichiro Namba, waren die etwa, ja, in etwas engeren Kontakt dann getraten? Getreten, nicht getraten. Hört sich fast so an, ne? Wow. Das ist hier alles so vollgeproppt. Halt wie bei einem Archäologen, wie man sich das so vorstellt. Das sieht aber aus wie ein Kinderzimmer. Was steht denn hier? Da haben wir auch wieder ein Bild. Da, da sind sie. Zusammen unterwegs. Lieber Eddie, Grüße aus Peru. Ich hoffe, mein Brief kommt sicher bei dir an. Hier gibt es kein Postamt, nur einen kleinen Flecken Gras, der als Start- und Landebahn dient und langsame Boote, die den Fluss Manu hinauffahren. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen, als wir gestern Brüllaffen gesehen haben. Hell-orangefarbene, sehr neugierige Kreaturen mit ausdrucksvollen Gesichtern. Obwohl ich ihre Laute nicht direkt als Brüllen bezeichnen würde, klingt es wie ein Orkan, gemischt mit dem Gebrüll eines Löwen. Wäre es nicht illegal und gefährlich, würde ich einen als Haustier für dich mit nach Hause bringen. Deine Mutter ist sehr beschäftigt mit den Vorbereitungen für die morgige Exkursion in den Dschungel, wo wir hoffentlich unsere Forschung abschließen können. Sie sendet liebe Grüße. Ich verspreche dir, dass wir dich auf unsere Reisen mitnehmen werden, wenn du älter bist, damit du die große, weite Welt selbst entdecken kannst. Sei lieb zu Großmutter, lerne fleißig. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Alles Liebe, Dad. Okay, Eddie war dann wohl der Sohn von ihm und ihr? Von Evelyn und ich habe seinen Namen jetzt gerade vergessen. Cool. Hey, okay. Erinnern dich die Kisten an etwas? Weiß nicht. An jedes unserer Häuser? Genau. Ich weiß noch, wie Dad immer sagte, warum überhaupt auspacken? In einem Monat ziehen wir eh wieder um. Hey Sam? Nenn mich verrückt, aber das sieht aus wie eine Ming-Vase. Nathan, welcher zurechnungsfähige Mensch lässt eine Ming-Vase einfach so herumstehen? Ja, ist bestimmt nur ein billiges Inventar. Ja, ich hätte sie mal eingepackt, ne? Sie bewegt sich nicht. Hier, machen wir es zusammen. Bereit? Oh. Teufel. Krass. Das ist wie ein Museum hier drin. Das ist so eine Art Sarkophag. Ja. Sieh dich um. Wow. Da stehen jede Menge Sarkophagi. Sarkophage.
Sam. Die sind echt. Was ist das hier? Tja. Finden wir es heraus. Vielleicht haben sie so ihre Faszination für die, ja, Schatzsucherei entwickelt. Das wäre auf jeden Fall süß. Oh. Hey, ach so. Wenn ich sterbe, begrabe mich in so einem. Klar. Mit Mumifizieren und deine Organe im Glas aufbewahren? Jörg. Hab's mir überlegt. Lieber nicht. Oh, da. Hey, erkennst du das? Ich... Sowas habe ich schon mal gesehen. Liegende Figuren. Etruskisch. Ah, stimmt. Ja, Mann und Frau. Gemeinsam begraben. Irgendwie finster. Auf eine ziemlich coole Art. Oh mein Gott, das ist auch ein Sarkophag? Das ist ja gruselig. Sowas hatte ich noch nicht gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Ach, das ist eine von diesen, Kanopen. Wo die inneren Organe reinkommen. Cool. Genau, eine Kanope. Geil. Das ist ja cool hier, Mann. Ich will hier wohnen. Das ist richtig Hammer. Okay, da ist eine Rüstung. Wow. Sollen wir hoch oder sollen wir runter? Oben waren wir ja eigentlich, ne? Ah, okay. Dann sollen wir wohl unten lang. Das hier ist ein Spielzeug-Wasserflugzeug. Oh, jetzt habe ich das schon wieder falsch gemacht. Okay. Schönes altes aus Blech. Ups, da ist ja doch dieser Kreis. Ich wusste es. Das ist römisch. Drittes, vielleicht viertes Jahrhundert. Cool. Das ist ein verdammtes Museum hier. Gibt es auch einen Dinosaurier-Trakt? Gut möglich. Das wäre cool. Gehen wir mal noch ein Stück runter. Vielleicht entdecken wir ja dann was Unglaubliches. Das ist bestimmt auch ein total bekanntes Kunstwerk. Alles hier teuer, was rumsteht. Ah, da ist nochmal eine Kiste. Vielleicht finden wir da ja die Notizbücher. Aber das sieht auch weiß aus. Ancient Persepolis. Amir Abasi. Das ist ein antiker mesopotamischer Waschtrockner. Ich bin ein Scherzkeks. Schon immer. Ja, du bist toll. Geil. So, hier geht's weiter. Das ist jetzt wirklich Abstellkammer-Style. Also ich weiß nicht, ob wir hier sowas Tolles finden werden. Hier ist auf jeden Fall nochmal... Oh, aber hier sind auch so wertvolle Sachen teilweise. Das ist total verrückt. Hey, Nathan, schau mal her. Wer bin ich? Hm? Dr. Livingston, komm. Nicht schlecht. Süß. So, da liegt auch etwas. Ich glaube, ein Zettel. Mann. Was gebe ich für so eine Einladung? Wieso, was ist denn das? Feiern Sie mit uns in der Adventurer's Lodge unsere jährliche Weihnachtsgala. 21. Dezember, 17 bis 22 Uhr, 17 Uhr Bareröffnung, 18 Uhr Abendbuffet, 19 Uhr Präsentation von Präsident Charles M. Walsh über seine kürzliche Expedition nach Afrika. 20 Uhr Einführung neuer Mitglieder, Schiller-Auktion endet um 21 Uhr. Um Antwort wird bis zum 1. Dezember gebeten. Lange nicht gesehen. Ich hoffe, du bist dieses Jahr wieder mit dabei, Charles. Okay. Was haben wir denn hier noch so? Ach, der hat immer noch den Hut auf. Okay. Da, den Globus kann man sich anschauen. Oh, da ist auch noch was. Das habe ich gelesen. Ach ja? Ist das gut? Es ist irgendwie unglaublich. Es geht um die erste Frau aus dem Westen in Lhasa. Dann eines Tages komme ich dahin. Dann ist sie das vielleicht, die hier wohnt. Meine Reise nach Lhasa. Alexandra David... Nee, es passt aber nicht zu dem Namen, den wir da gelesen hatten auf dem Brief. Der war ja Evelyn. Wo soll es hingehen? Hä? Wenn dir die ganze Welt offen steht, wo gehst du hin? Überall? Überall. Na gut. Mal sehen. Indien. Ja, wir sehen uns das Taj Mahal an. Er dreht sich und dreht sich. Sowjetunion. Auf nach Moskau. Ja, da kommen wir vielleicht nicht so leicht rein. Aber den roten Platz will ich mal sehen.
Auf ein neues. England. Windsor Castle. Das wäre cool. Nicht wahr, Sam? Hey, sieh mich nicht so an. Ich nichts dafür, dass du noch nicht geboren warst. Und viel erinnere ich mich eh nicht. Und so cool war es nicht. Aha. Okay. Ein letztes Mal. Brasilien. Hey, das ist mal was. So viele unentdeckte Orte im Regenwald. Und so viele unentdeckte Stämme mit Giftpfeilen. Ja, das stimmt. Das auch. Bisschen gefährlich, nicht wahr? So, hier haben wir jetzt leider auch nichts weiter entdeckt. Hier wäre noch eine Tür, aber die können wir gar nicht aufmachen. Oh, Moment. Oh, da. Hey, sieh mal. Wo ist er denn hin? Ich höre ihn gar nicht. Ist er hier entlang gegangen? Hier ist nochmal eine Figur. Fruchtbarkeitstotems. Ach, Quatsch. Ist schon okay. Wartet, ich tue den Helm aber mal zurück. Der verwirrt mich irgendwie. Was ist das heiß da drin? Ja, das glaube ich. Angenehm kann das nicht sein. Oh, er steht ja hinter mir. Das habe ich gar nicht gesehen. Hier waren wir noch nicht. Wow. Dieser Tisch ist so groß wie der im Speisesaal im Waisenhaus. Das Essen war hier bestimmt besser. Ja, bestimmt. Keine Kunst. Mann. Okay. Die haben hier bestimmt tolle Feste gefeiert. Den Artefakten nach hatten sie jedenfalls das Geld dafür. Ja. Das letzte Fest scheint aber eine Weile her zu sein. Ja, das scheint hier sowieso völlig verlassen zu sein. Huch. Hey, sieh dir diesen krassen Dämonenhelm an. Dämonenhelm? Ja. Komm, du weißt doch, dass Wikingerhelme keine Hörner haben. Der ist persisch. Wow. Oh, sorry. Kannst du dir vorstellen, der zu sein, der das alles entdeckt hat? Das wäre was, oder? Wir sehen so cool aus mit unseren Kopfbedeckungen. Ich glaube, den hier behalte ich mal auf. Den finde ich ganz cool. Was haben wir denn hier noch? Wow, voll die schicke Blume, wollte ich gerade sagen. Wie komme ich denn darauf? Uhr. Oh. Was ist das? Wow. Lawrence von Arabien. Ah. Schinken wollte ich schon immer sehen. Hat aber nie geklappt. Okay, aber leider auch nicht die Notizen von der Mama. Aber zum Glück ist dieses Haus ja unfassbar riesig. Oh mein Gott, ist das riesig. Das ist ja unglaublich hier. Eine Turnierrüstung. Französisch. Cool, wow. Boah, hier haben wir noch einiges zum Anschauen. Ich mache jetzt auch mal einen kleinen Cut, ihr Lieben. Denn wir müssen uns noch hier sehr schön umschauen und wir wollen ja auch die ganzen kleinen Infos erfahren und deswegen auch Sam dann ganz genau zuhören, wenn er was erzählt. Also sehen wir uns in der nächsten Folge von Uncharted 4 wieder. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.